Während dem Kalten Krieg hat die Schweizer Armee die Bevölkerung an der Expo 64 auf die Landesverteidigung eingeschworen mit einem Propagandafilm, der alles andere war als eine stiere Militärvorführung. Ja, ja, es hat so richtig geklepft und tätscht. 40 Kilo schwer ist die Filmrolle. Das Kino Schauburg in Karlsruhe ist einer der letzten Orte Europas, wo der 70mm Streifen heute noch abspielbar ist. Ein Angreifer kann unser ganzes Volk vernichten. Die Fäden beim Armeefilm zogen Rudolf Farner und Gustav Däniker. Beide kalte Krieger und Propagandaspezialisten. Beide Mitglieder im Generalstab. Gustav Däniker, mittlerweile verstorben, hatte ein klares Armeebild vor Augen. Ich habe die Schweizer Armee nicht, also eine bittere Milizarmee, die da ein bisschen Schüsse und Zabig in den Beinen zuckt und so. Das haben wir genug, sondern dass es eine gefährliche Armee ist. Filmtechnisch ging man an die Grenze des Machbaren. Metallwände mussten die Crew vor der Hitze des Flammenwerfers schützen. Bei der Produktion wurde geklotzt. Das Filmformat war exquisit. Die ausländische Filmcrew brachte Hollywood-Erfahrung mit. Ein Deutscher produzierte das Spektakel. Nur die Schweizer Filmer gingen leer aus. Ein Skandal. Der Armeefilm wurde ein Fall für die Politik. Scherer hat Interviews mit einem Schweizer Filmschaffenden von damals geführt. Auch er ist mittlerweile gestorben. Publikumsmäßig sind alle dagegen gewesen, dass die Deutschen den Film machen. Nicht? Wir haben gesagt, das muss jetzt einmal aufhören, dass wir nichts zu sagen haben, dass jeder einfach in die Schweiz kann kommen und Bundesgelder. Das ist dann darum gegangen, weil ja der Bund das gezahlt hat. Das Ganze ist geschlichtet worden mit einem guten schweizerischen Kompromiss. Man hat sich getroffen mit der Leitung von der Armeespitze, von der Produzentenverband und von der Gewerkschaften. Und dann haben wir ausgehandelt, dass eben vier Schweizer Filmschaffende mitmachen an dem Film. Und so ist dann das wieder eher ruhig geworden um den Film. Heute gilt er als einzigartiges Dokument, das die Haltung der Schweizer Armee im Kalten Krieg aufzeigt. Generalstabsabteilung, Koordinationsstelle für ausländische Filmschaffende, die ihr wünscht. Wer? Tut mir leid, der Paul Ruckstuhl ist hier unbekannt. Direktor von der Expo? Das kann jeder sagen. Ah, wo seid ihr Welsch? Ja, dann natürlich. Bonjour. Hä? Noch ein Spektakel? Ja, Spektakel, hey, mit begast nur mit unserem Armee Ben Hur. Wieso Zeitnot? Mit Gastarbeitern bringt man alles fertig. Nein, Schweizer sind kaum daran beteiligt, keine Angst. Außer der Armee selbstverständlich, alles können sie nicht haben. Was heisst die Idee? Gross ist der und breit und scharf, schaurig scharf, kann ich Ihnen sagen. Also, merci pour votre charmant téléphone. Quoi? Oui, oui, des salutations à la Michaudé, naturellement. Adieu. Grüß dich, darf noch einen Moment stören? Petrol, wie grusig beschäftigt. Also, es ist ja so. EMD, Generalstabsabteilung, Koordinationsstelle für ausländische Filmschaffende, die ihr wünscht. Antitankkanonen auf Selbstfahrlafetten.
Also, da seid ihr am letzten Ort. Von 1965 können wir uns mit solchen Lappalien nicht befassen. Wir haben jetzt künstlerische Ambitionen. Ade. Das kann doch nicht ausmachen. Was hängt drüber? Es ist so. Der Saft, gute Frau, zur Saft. Also, der Krigu, mein Mann, hat gesehen. GMD, Generalstabskoordination für ausländische Filme, dir wünscht. Herr Obst! Der Bewerb, Herr Obst! Jawohl! Sämtliche scharfe Munition ist aus der Weg gehalten, die man einfach zurückgezogen wurde für den Film. Die Truppe behilft sich nach wie vor mit Käpseli. Jawohl! Und die Liste mit dem militärischen Geheimnis für die Ausländer ist parat. Jawohl, Herr Obst. Sofort! Herr Obst! Ist das euer Chef gsi? Nein, das ist unser Sessel bei der Milder Oberst im Generalstab Brunner. Oh ja, was? Gute Frau, sind die eigentlich in einem Monte? Nein, zu mir war. Also doch. Und jetzt, was heißt der Welt? Mein Mann hat gemeint, ich habe bei Ihnen könnte vorbeikommen. Wisst ihr, ich gehe jetzt gerade auf die Merik, mich Kabis fehl haben. Gute Frau, da seid ihr am falschen Ort. Mit Kabis befasst sich das Volkswirtschaftsdepartement und nicht die GMD. Aber der Krieg meint doch. GMD, ausländische Generalstabstelle, Koordinationsabteilung für Filmschaft. Ihr wünscht? Major im Generalstab. Ah, Advertising Man of the Year. Ja, ja. Grüß euch, Herr Fahrner. Doch. Wie geht's euch? Merci, stürmisch. Da, oh, wie euch auch. Ja, was dir nicht sagt. Aber der Preis spielt doch gar keine Rolle. Da haben wir schon ganz andere Summen verlochen für Sachen, die man nicht einmal hätte dürfen zeigen. Ihr könnt ganz beruhigend sein. Die eidgenössische Finanzkontrolle hat da nichts zu sagen. Ihr habt okay von Lack an. Ah, der Herr Van. Herr Doktor. Sie, was ist das mit dem Kloppis? Wer nicht schwenken kann, schadet der Heimat heute mehr denn je. Ich sage nichts mehr. Also, wenn ihr seid, will ich mich ausdeutschen. Wir machen doch einen Film, die wehrhafte Schweiz in ausländischer Sicht. Ja, und mehr? Eben wir, CMD, das heisst Militärverwaltung. Das heisst die Arbeitsgemeinschaft Fahren und Losen. Das heisst die Lothar Wolfing Corporate in New York. Das heisst, so viel im Auftrag von der Expo natürlich. Ja, und wer zahlt denn den Film? Eben, wer nicht schweigen kann, kann. Ausländisches EMD für Filmschaffende, Koordinationsgeneration. Ihr wünscht? Wegen was? Amerikanische Tank, die schwimmen. Auch im ärgsten Flotsch. Am Schiessen können sie nicht. Das macht nichts, wir können sie gern brauchen. Aber im Augenblick haben wir gewiss keine Zeit, wüsste, wir haben darum künstlerische Probleme. Sagen Sie dem Portier, dann schreibt es den auf. Ja, das weiß ich aus der Zeitung. Was wollen Sie?
Sie verstehen den Schweizer Dialekt der Soldaten nicht. Das macht nichts. Wenn Sie etwas Wüstes sagen, dann erkennen Sie es sofort an der Tonart oder am Uffengring. Bitte, gern geschehen, Herr Wolf, Herr Regisseur. Ade. Excuse me, wie ist das jetzt mit dem Putzen? Gute Frau, ich kann mich doch nicht mit jedem Dreck befassen. Ja, wieso? Fein ist nicht. Filmverleihen, Auslandsdienst. Dir wünscht. Guten Tag, Herr Direktor. Ja, die sagt. Wie hätte jetzt an das rauskommen können? Wenn Sie denn in Stürme hängen? Der Schweizerische Filmproduzentenverband. Kein Wunder, man weiß ja, wie Sie Künstler sind. Was? Außer doch? Ja, das ist natürlich sehr schwer, gell? Warte das. Also gut, die Frau, der direkte Kech von der Militärverwaltung ist am Draht. Jetzt müsste ich in so einer Reine schon noch wirklich Schweizerisch sehen, die Filme gibt es nicht. Könnt ihr schreiben? Ja, nicht gut. Das macht gut. Könnt ihr lesen? Ja, mit den Brauen. Wie heisst ihr? Melsi Krummenacher. Der Direktor, Fall erledigt. Zählen Sie Krummenacher aus Summiswald, macht Skriptgill. Fertig. Ich habe einen. Ein Bub. 18. Ich hätte ja mehr gerne auf die Welt stellen, aber ich bin für das Ein-Kindersystem. Sag mal, eine Frau soll einmal im Leben wissen, wie die Fortpflanzung vor sich geht, dann aber Schluss. Schließlich und endlich kann sie nicht das ganze Leben lang nur eine Milchspenderin sein, sondern sie soll auch ihr Privatleben haben. Kochen, Socken flicken, Hosen falten, bügeln. Einen also und ich finde, das lenkt. Gleich mal nicht groß. Aber ich sag mal, es soll ruhig aussehen wie die Mütter, wenn er nur meine Intelligenz hat. Die Jugend von heute. Offen gestanden bin ich froh, dass ich nicht dazugehöre. Wir sind wenigstens noch jung gewesen. Yes, das nein, wenn ich zurückdenke. Sie meinte, da ich mindestens schon ein gutes Halbdutzend Bierrüsch hinter mir gehabt. Commerce und so. Jetzt dann noch geheißen, Fuchs Morat Vulgolaveri löffelt sich mit drei Grossen. Wir hätten müssen drei Mäste, das sind also immerhin anderthalb Liter Hinterbindung gewesen. Dass einem beim letzten Schluck der erste schon wieder leislich um Entlassung bitte wird. Na, gell, wie ich sehe. Machen doch letzte den Jungen hier eine Party und wissen Sie, mit was die gegurtelt haben? Coca-Cola, Schweppes und Lindertee. Und wie haben Sie behauptet, sie ein ganz maximales Fest gesehen? Oh, ein paar assige Häsle jetzt schon dabei gehabt. Yes, ich. Mit dem frühlingshaften Knospengemüse, hast du denn können sagen? Man ist nur so alt, als man sich fühlt und ich habe ihn gefehlt. Aber der Junge da, ich lege mir Hand für uns vier, dass wenn eins von diesen Mäuterli ein Rüpfli im Recklika hat, ist es höchstens von vielen Sitzen hergekommen. Zu meiner Zeit, Jesus, nein, da hat sich doch jeder gefühlt wie Karl der Kühne mit als Nachttischlektüre Ars Amandi und wie Parisien. Wenn du so eine Nacht lang mit einem Studentenbässe Chemie tanzt hast, dann hätte sich die junge Dame ganz schön für ihre Tugend müssen wehren. Aber ist denn einmal eine Keusch in die Ehe getreten? Hast du wenigstens können sicher sein, der weiß, was sittlicher Lebenswandel heißt. Die Jugend von heute. Entschuldigung. Meine Jugend ist nicht ganz spurlos am Leben. Thank you.
Thank you.
Zacharin. Die Schweizer Frau ist ja jahrhundertelang ein Spielball in den Klauen der Laune vom Schweizer Mann. Ausgeliefert seiner animalischen Überlegenheit durch breitere Schultern und voluminösere Bizeps. Heute kann es ums Heiz zahlen. Heute hat sie ihn dort, wo er sie, nämlich am liebsten immer hätte. Im Schweizkästchen. Wissen Sie wie? Das ist ganz einfach. Man wird Polizeiassistentin. Man sitzt oben im glasigen Känzeli. Bellevue-Platz. Prima, büschelt, he? Kokettes Näschen in die Luft. Und dann schillt sie so schräg aus den Augenwinkeln oder so. Ihr könnt es gut. Und dann, wenn also einer kommt, so ein Schlafzimmer-Napoleon. So ein Familien-Nero. So ein Kinderzimmer-Gessler. Dann lupft sie die linke Hand, streckt ein bisschen Fingerli in die Luft und dann drückt sie direkt von grün auf rot. Mit einem knappen Existenzminimum von orange dazwischen. Meine Herren, die Freude! He? Manchmal tätscht es, aber auf jeden Fall stoppt es. Manchmal stoppt es, aber auf jeden Fall tätscht es. Oder eine. Ja, du, also, aber auf jeden Fall noch etwa 200 bis 300 so Polizeiassistentinnen mehr. Und unsere Männer gehen nur noch mit dem Trott in die Stadt. Ja, du, also, wenn man ganz besonders gemein will sein, kann man auch Telefonistin werden. Beim Nummer 11. Ja? Ein Anruf, eine Mannenstimme und schon gibt man Stacco d'Automatik rein. Bitte ein wenig Geduld. Sie werden so bald als möglich bedient. Also das ist natürlich ein dehnbarer Begriff. Begriffen soll also so lang wie möglich oder so bald wie möglich. Ah, eine Freundin, die arbeitet dort bei der PTB. Die hat gesagt, sie hätte schon auf 8 Minuten gebracht. Wenn man sich so vorstellt, der Wunderknabe auf der anderen Seite, der Leitung, wenn der von Wut in Hörerinnen beißt. Jetzt kann man ja neuerdings auch Briefträgerin werden. Also das eröffnet auch ungeahnte Perspektiven. Vor allem mit den Expressbriefen. Also was man mit so einem Expressbrief alles machen kann, das ist unheimlich. Das ist vor allem unheimlich schön. Man kann ihn auf jeden Fall einmal zuerst auf der Post vergessen. Oder man kann ihn in falschen Milchkasten legen. Man kann ihn auch in richtigen Milchkasten legen. Aber zwischen dem Prospekt von Hörnli und Autopneu verstecken. Dann kann man ihn von Rapperswil nach Rupperswil umleiten. Und also man kann alles machen. Damit der Brief erst nach dem 7. Telegramm geht und dann angekündigt ankommt. Falls das Telegramm nicht im Briefkasten vom Nachbarn landet, der gerade 14 Tage verreist ist. Schade, etwas kann man nicht. SBB-Kondukteuse werden. Oder Lokomotivführerin. Aber es macht auch nichts. Es spielt wirklich keine Rolle. Denn die SBB sorgt mit rein männlichem Personal dafür, dass wir uns langsam nach der Pünktlichkeit von italienischen Bahnen sehnen. New Zealand und möchte verbringen in die Schweiz meine Ferien. Ja, was, aber sonst bist du gesund. Ungesund? Ja, eben, ich hörte das in der Leitung. Was, welcher Leitung? Sie meinen doch nicht etwa unseren Chef, oder? An die Wasserleitung. Aha,
das ist ja schon lange wieder in Ordnung. Es hat damals noch nicht zu wenig Chlor im Wasser gehabt. In Neuseeland gibt es kein Chlor im Wasser. So, warum ist er nicht in Neuseeland geblieben? Bei uns braucht es eben Chlor fürs Alpentrinkwasser und fertig. Viel? Ja, viel. Ein Kilo pro Italiener und pro Bach. Kommt alten Trinkwasser aus Bach? Na klar! Mehr oder weniger klar. Wisst ihr, weiter unten ist es nur gefährlich, dort wo die Arbeiter sind. Weiter oben hat es ja nur noch Kühe und die machen ja weniger. In this case, ich trinke kein Wasser am Brunnen. Ja, nein, das sind schließlich auch nicht in die Schweiz vor, um am Brunnen Wasser zu trinken. Was soll ich dann trinken? Ja, trinken Sie Whisky, 5 Stück pro Glas. Wasser ist bei uns für die Kühe. Nicht nur zum Waschen. Zum Waschen? Aha, ja. Weiß nicht, ob Sie etwas von Gewässerschutz verstehen. Aber wenn Sie also bei uns in der Schweiz sauber bleiben wollen, dann ist schon besser, Sie waschen sich nicht. Bevor sie zum Doktor gehen. Oder den Mann, wenn sie heimkommen vom Coiffeur, weil sie die Hörli hinten am Hals beißen. Und baden? Baden, was baden? Baden. Ja, so baden, baden, ja, das ist in Deutschland. Wir haben nur ein Baden. Einmal baden genügt. That's not true. Gibt es denn hier keine Ämter wie bei uns in New Zealand, die aufrufen zur Sauberkeit? Oh, wohl, haben Sie eine Ahnung? Das ist unser Gesundheitsamt sowieso, aber die rufen nicht so laut. Ja, wissen Sie, Sie gehen mit dem guten Beispiel voraus, die baden auch nur einmal in der Woche. Am Samstag und die mit der 5-Tage-Woche am Freitag. Verheiratete baden auch nur einmal. Ja, die haben sich ja gewöhnlich schon lange aneinander gewöhnt. Wissen Sie, heiraten ist sowieso Geschmackssache. Aber was ist denn die Aufgabe von Gesundheitsamt hier? Ja, so. Beileid aussprechen. Nein, oben fliegt. Ja, wo? Ja, da ist. Was? Oh, Moment, es ist ein Bärkuno. Moment, ich muss noch. Vorsichtsmaßnahmen. Hören Sie mich? Ja, ich bin parat. Ja? Wie geht's? Ich kann schon lange wieder rauf und anrufen. So, stinkt mir. Es ist in Ordnung so. Ja, was? Ja, das ist ja. Was Gletscher zieht sich zurück? Ja, das ist der Wasserzieher. Ja. Sie, die Gletscher ziehen sich bei uns zurück. Es wird pressieren, wenn Sie nur eine sehen. Ich bin sehr erstaunt, dass ich erst hier habe erfahren von dieser Angelegenheit. Ja, was? Haben Sie nie gehört, woran? Haben Sie einen alten Blick gelesen? Es hat gestanden, man hat viel zu lange gewartet mit Gewarnen. Viel zu lange gewartet mit Gewarnen, Mädchen. Ich konnte wissen, dass es sich gerade gelohnt hätte, in diesem Fall geboren zu zeigen, oder? Und überhaupt in Sachen Hygiene sind wir Schweizer halt außerordentlich diskret. Wenn wir überhaupt von Sauberkeit reden, dann meinen wir unsere Böden. Die Boden? Na ja, in puncto Böden stinkt denn unsere Hygiene gefälligst nicht zum Himmel. Lötsch es nach Wichsen, was haben Sie? I don't know. Ich weiß nicht, aber Sie haben das Gefühl, Sie sollten eine Blutprobe machen. Schicken Sie sie ein, 15 Tage haben Sie Bescheid. Sollte ich haben Bakterien, würde dann in meiner Heimat Epidemie ausbrechen. In New Zealand? Ja, da bin ich also überfragt. Aber ich glaube kaum, dass dort das Pipi direkt ins Vertrieb ist. Hallo, hey, das hier rechts sind das Mannöpfchen an der Sülle. Je suis jurassienne. Je ne suis pas suisse, mais en première ligne, jurassienne. Die Schweiz, sie besteht für mich aus
aus dem Jura Bernois, Neuchâtel, Genève, Vaux und Valais et Fribourg, soweit dort nicht das Schwabe-Deutsch geredet wird. Tout le reste de la Suisse, c'est pour moi la Prusse. Und die Hauptstadt von der Preußenschweiz ist Bern. La métropole des têtes carrées. Wissen Sie, was Sie wollen, diese Kindlifresser? Sie wollen unterjochen uns. In die Franche Montagne. Sie wollen machen einen Platz für Exerzieren von Blindés. Wie sagen Sie? Verpanzerte Autos. Um uns machen kaputt, wie die Russen der Ungar. Oui, nous sommes la Hongrie Suisse. Aber wir wollen haben einen Canton libre. Denn wir haben Kultur. Wir haben la langue française, la plus riche, la plus élégante. Die Berndeutsche. Oh, quelle horreur. Das ist ja keine Sprache. Das ist de la purée de pommes de terre. Et je vous dis, eines Tages wir werden sein victorieux. Dann wir werden machen aus Bern eine vierteilige Stadt à la Berlin. Die welche kommen in die alte Stadt. Die eine Hälfte für den Tessin. Die andere für die Graubündeler. Und für die deutsche Schweiz der Bärengrabe. Das Bundeshaus kommt nach Le Mans, das Radio Baromünster nach Porrentruy und la Television nach Saint-Léger und die nächste Landesumstellung nach Courgenay. Mesdames et Messieurs, je vous dis, ich sage Ihnen, und Sie werden sehen, die deutsche Schweiz und die französische Schweizer, sie werden sich nie verstehen. Non. Non. Jamais. Nationale à Zürich. Ich war gerade 20. J'avais 25 ans. Bin Schlange gestanden an der Kasse vom Schifflibach. J'ai acheté mon ticket et tout à coup elle était à côté de moi. Und plötzlich ist sie neben mir gesessen. Hinten im Bötli vom Schifflibach. Wir sind durch Atlantik und retour das Paradies. Wir hätten die Dusche mit dem Faro kommen können. Ich habe mir gedacht, das ist ein rassiger Mann, der tippt da auf dem Bänkli nebendran. Je pense quelle femme, oh quel joli corps, et puis les yeux, oh suite alors. Das Bötli hat uns quer durch die Ausstellung gedreht. Und plötzlich, et soudain, da hat er gesagt, Mademoiselle, Monsieur, je m'appelle Jean, mein Heimatort ist Grier. Und ich heiße Trudy und komme von Winterthur. Oh, Winterthur, c'est beau. Wenn die Sonne scheint, dann schon. Vous êtes le tambour. Und sie der Rose pur. Die Deutsche und Franzosen sind verfindet. Drum wenn wir beide mit euch näher kommen. Oh, j'aime les Suisses allemands. Und ich heiße Suisse Romain, ihr leibes Hand. Und das ist schön. Oui, ça c'est beau. Moi, j'aime les Suisses allemands. Und ich les Suisses romans. Ouais. On se comprend. Und dann, mitten im Krieg, haben wir geheiratet. C'était le 15 avril 41. Nein.
Das war der 19. Oktober 40. Oh, sehr gekommen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir einmal fleissig zu den Verwandten aufs Land rausgefahren sind. Oui, c'était charmant, surtout ta tante Joséphine. Ah ja, du Eier und den Schinken hast du einmal gern von ihr genommen. C'est pas pour moi, c'est pour les gosses. Ah, Kinder, ja. Am 22. November 1941 ist Trudeli gekommen. Deux ans après, Jean-Pierre. Und am 22. März 1945 Joséphine. 15 jours après le baptême, la guerre était finie. Ja. Ich kann mich noch gut erinnern, an das 7. Mai. Ihr seht, wie sich den Armen gegen einfach so. Es hat uns an den Tag ganz einfach übernommen. Ich habe mir gedacht, ein sauberer Mann, der ganz aktiv die Entstreuung, ja, Glück muss man haben. Je pense que la femme, oh, quel grand amour. Depuis ist sie doch nur vor Winterthur. Wir haben uns an den Tag so längst überlegt. Und plötzlich, da hat sie gesagt, du Jean, die Franzosen und die Deutschen sind verbarmen. 6 ans de haine, 6 ans de guerre, pourquoi? Auch Deutsch und Belgisch Schweiz. Je sais être hypocrite, mais on s'arrange toujours. Aus Tradition, voilà. Wir sind ein Beispiel, ohne zu übertrieben. Für ganz Europa, denn wir zeigen dir, wir müssen Geld erlangen, auch wenn es sich nicht verstand. Ach, mit Europa in Familie, wie wir ja so malgré les Suisses allemands. Trotz deiner Suisse Roman. Voilà. On se comprend. Und siehe da, unser Beispiel hat Wunder gewirkt. Die Deutschen und Franzosen sind heute die besten Freunde. Font plus la guerre, ils font frère et cochon. Ja, wir können nicht klagen. Non. Bis auf den Vergaser vom Wagen, wo jemand spuckt, ist alles in bester Ordnung. Es geratet alles Geschäft und Kind ist kein Problem. Zwar krank ist Tag und Nacht und trotzdem nicht bequem. Ich denk noch manchmal, ein tüchtiger Mann, doch möchte ich jemanden daheim haben. Je pense quelquefois, c'est ma femme et Marine. Mais elle ressemble de plus en plus à la tante Joséphine. Wir haben keine Zeit, wir sind nur selten zu zweit. Doch gestern, oui, da hat er gesagt, Jean. Du, Expo, à Lausanne, wird formidable. Ja, also ich weiß nicht recht, sie hat heute schon kritisiert. Oui, von den Suisse-Allemands. Doch die Schuld sind die Roman. Les Suisse-Allemands sont sans élan. Ja, und ihr borniert. Wie soll ein nationales Werk gelingen, mit euren Partnern und dem Pizzi-Spar? Vous ne pensez qu'à vous. Et vous pensez, je m'en fous. Was wird denn pire, nos Landtruppen, si je suis klar? Malgré le superflu. On se sent un peu perdu. Bref, on se comprend. Plus. Gibt es an der Expo auch einen Schifflibach? Nein, sous-marin. Ah, ja, das gleich. Was? Ja, für unseren Jean. Für Jean-Pierre. Ja, ja. Ich sehe ihn gerade vor mir, wie er denn das Schifflibach-Unterseebötli besteigt. Und wer weiß, vielleicht bereicht es ihn auch neben das hübsches Mädchen. Auch. Ja. Und dann sagt er eventuell zu einer: Je m'appelle Jean. Mein Einmalort ist Guy. Und ich heiße Trudy, komm von Winterthur. Ah. Oh, Winterthur, c'est beau. Faites so eine Schichtet schon, vous êtes gardant pour moi. Und sie der Rose pur. Oh, j'aime les Suisses allemands. Und ich les Suisses romans. Wir gehen ins Tanz und das ist schön. Oui, ça c'est beau. Jean? Ouais. On se comprend.
da, hä? Ja, wissen Sie, ich rede nur noch in schweizerdeutschen Untertiteln. Für die paar Leute, die Sprache von unserer Konjunkturdemokratie noch nicht verstehen. Wissen Sie, den Import von kalabresischen Analphabeten verdanken mir den grössten geistigen Fortschritt der letzten 15 Jahre Italienisch. La lingua italiana. Aber sie, für die in Bern ist ein Wort wie Autostrada vollkommen fremdwort geblieben. Ja, das ist ja klar, wir können ja nicht einmal Deutsch. Die müssen ja einmal Buchstaben für Buchstaben ablesen. Sie, wissen Sie, warum es bei uns keine Autobahnen gibt? Na, das ist ja ganz klar, auf der Autobahn könnte man doch links überholen. Stellen Sie sich das vor, in einem Land, wo zwei rosenrote Bundesräte bewiesen haben, dass man ohne Blechschaden rechts überholen kann. Fragen Sie, Opposition in der Exekutive, hä? Kalten Kaffee, hä? Kaffee Fretto, hä? Seitdem der Willi Spüler seine bürgerlichen Bügelfalten zu Bern unter den Bögen spazieren führt, hä? Ja! Wissen Sie, da unterscheidet sich das Volksrecht von der Zürich Zeitung nur noch der Druckfehler. Das hat sie mir ja angesehen. Aber ich bin ja aus dieser Partei ausgetreten. Das heisst, ich bin ja gar nie drin gewesen. Oh, heimatlose Linke! Der Intellekt, mon Dieu! Ja, Französisch kann ich auch noch. Der Intellekt, der ist bei uns so überflüssig wie der Blinddarm. Ich kann ihn auch nicht mehr. Sehen Sie mir das an. Lintelletto. Das Hauptsache ist doch, wenn unsere neu gewählte Nationalrät einen Platz zum Sitzen haben. Ja, ich meine, zum Sitzen habe ich noch nie den Kopf gebraucht. Der Kopf, meine Damen und Herren, ist ja sowieso... Also, das ist ein ganz unpopulärer Körperteil geworden. Ja, ja, der kommt höchstens noch in Kränze bei einem Fußball-Länderspiel, wenn einer den Böllen ins Goal reinköpfelt. Aber sonst, der Intelligenzkoeffizient von der Schweiz, der Schwimmbach hat wieder Reifall am schitternden Ufer von Schaffhausen. Ja, die Fremdenpolizei, die ist ja pausenlos damit beschäftigt, die soziologische Umweltpumpe in Betrieb zu halten. Ja, Sie wissen ja, unsere Bauarbeiter, he? Die werden ja von Italien importiert. He? Und die Intellektuellen aus der Schweiz sind schon aber endlich exportiert. He? Und warum? Na, ja klar, he? Sechs Intellektuelle können ja nicht für so einen Schlag 300 Stütz zahlen. Ja, das ist ja klar, he? Wo wollen sie so hernehmen und nicht stellen? He? Ich kann Ihnen sagen, wenn das bei uns so weitergeht, dann haben wir als Volk von Handlanger und Küchenmeidli den höchsten Lebensstandard von der ganzen Welt. Beruhigen Sie sich, wir haben wieder einmal mehr Glück als Verstand gehabt. Im letzten Moment ist es uns gelückt, in der Schwachstromunion hier in Straßburg beizutreten. Ich war dabei bei diesem Akt. Ja, ich wollte das einmal mit eigenen Augen bei Augapfeln. Ja, ich bin gerade neben dem Schaffner gesessen. In der Eisenbahn. Ich kann Ihnen sagen, Sie wissen ja, an so einer Konferenz, da ist so ein Tisch in der Mitte und dann sitzen alle zusammen drumherum. Ich habe mir die Männchen einzeln so angeschaut. Seht ihr? Harmlos, harmlos. Von denen weiss die Rechte auch nicht mehr, was die Linke tut.
gut. Sie sind ja so gaga, dass sie gar nicht gemerkt haben, dass die Schweiz noch zu Europa gehört. Aber ich habe dann nichts gesagt. Nein, 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 wir denken, ich meine, nein, wir müssen ja drin sein, um die Ansprüche auf die Entwicklungshilfe geltend machen zu können. Ich habe ja über dieses Problem, also habe ich ein ganz tiefschürfendes Gespräch gehabt. Mit meinen Tuttlinger. Auf höchster Ebene, auf dem Jungfraujoch oben. Und da hat der zu mir gesagt, gnädige Frau! Also, ja bitte, der hätte zu mir gesagt. Nein, ich war fahren. Wenn ich sie von der Nähe betrachte, muss ich vielleicht auch lachen. Konzentrieren, hä? Ich habe gesagt, recht haben Sie, dort unten ist ja gerade der Kanton Uri. Ja? Ihr habt doch dort neue Verordnungen gemacht, für die Schulen, hä? Die unsere Unterentwicklung mindestens für 100 Jahre fördert. Jetzt dürfen doch die Buben und Mädchen nicht mehr miteinander im gleichen Wasser baden, damit die Pferde beim Zuschauen nicht auf dumme Gedanken kommen. Ja, ja. Ich meine, das ist schon ein Problem. Die weiße Minderheit muss es dann nächstens evakuieren dort. Ja, das Einzige im Kanton Uri, wo nicht schwarz ist, ist der Uri Rotstock. Ja, es gibt ja nur noch eine Rettung für unser Vaterland. Abschaffung der Männerherrschaft! Stimmt, recht hin oder her. Ich bin fest entschlossen und reise als Christine Kiel auf Bern ins Bundeshaus. Und dann bringe ich einmal alles zum Dörst bis zum Oberst. Ja, da kommt dann jeder dran. Ja, ja, ich habe sie genau aufgeschrieben. Auf die Leitung. Heißer Draht, ich habe so ein heißes Vaterspüli. Dass die lauwarmen Alpenklüppler sich alle Finger drauf verbrennen. Meine sagen, ich mache denen in der Wandelhalle mit meinen Kieler Kurven. Ein horizontaler Vor, dass denen alle geometrische Sicherungen aus der Jette. Ja, ich meine, ich weiß schon, ich bin ja nicht Christine in den Keller. Aber schließlich ist ja der Schode auch nicht der Profumo. Aber der ist auf meiner Liste. Mit dem fange ich ein Techtelmechtel an, gehauen oder gestochen. Das ist denn keine Luftspiegelung mit Mirage, das ist eine harte helvetische Wirklichkeit. Verlängerung! Heißer Kampf ums Frauenstimmrecht. Ich fliege als Friedensduben auf Bern und halte dann eine Lektion im Bundeshaus über den Fleischpreis, dass die am anderen Tag alle ins vegetarische Restaurant gehen, ins Gras bissen. Frauen aller Kantone, vereinigt euch zum dreitägigen Milch- und Fleischstreik. Drei Tage lang kein Fleischaufgabe. Konserven zwischen
Zeh und hat keinen Knochen abknacken. Aber schließlich liegt es an uns, die Entwicklungshilfe zu verweigern, um die Eigenentwicklung endlich einmal ein bisschen zu fördern. Und dann können wir sagen, wir haben eine Regierung von Männern mit Schnäuze. Ja, statt dem Wahler der Jules Briner, statt dem Schode der Detwiler und statt dem Tschudi der Bülacher Flasche. Das wär's wieder mal gsi. La soirée est finie, la fête continue à Lausanne. Probleme sind zwar behandelt, aber keineswegs gelöst. Fast wie nachher eine Nationalratssitzung. Bitte beachten Sie auf dem Heimweg die Regeln vom neuen Straßenverkehrsgesetz, soweit sie Ihnen bekannt sind. Und vor allem schlafen Sie recht gut. Wer schläft, hat mehr vom Leben. Außerdem erfüllt damit die Schweiz sogar eine patriotische Pflicht. Schlafen, vielleicht auch träumen. Jawohl, da liegt's. Wir wollen sein ein einzig Volk von Träumern. Und was uns in unseren Träumen stört, das wird er weggeschlafen. Und zwar konsequent. Nun lasst uns den Abend schließen mit unserem neuhelvetischen Psalm. Lasst von unseren Lippen fließen das Lob der Sünden. Oh, wie du der Sündigen all. Unsere Seelen mögen stinken, immer hoch zum Firmament. Wenn nur nicht die Preise sinken, was rennt ihr bis 10%? Beim Ba-Ba-Ba. Beim Ba-Ba-Ba. Beim Ba-Ba-Ba. Beim Ba-Ba-Ba. Beim Ba-Ba-Ba. Geschichte in die Geschichte.